Zurzeit stellen wir erstaunliche Parallelen fest zwischen der Schweiz und der Krim. Weder das Schweizer Volk noch die Bevölkerung der Krim wollen in die EU. Beide Völker bestimmen ihre Zukunft selbst mittels Referendum. Und jetzt kommt der Unterschied: Die Krim-Regierung setzt den Volkswillen um. Natürlich setzt die Krim-Regierung den Volkswillen auch nur um, weil das Volk so abgestimmt hat, wie es die Regierung wollte. Hätte das Volk anders abgestimmt, hätte die Krim-Regierung den Volkswillen auch nicht umgesetzt. Insofern besteht überhaupt kein Unterschied zwischen der Schweiz und der Krim. Dennoch herrscht in der Krim, ist sogar die einzige Region Europas, in welcher so etwas wie eine Harmonie zwischen Volk und Regierung herrscht. Wobei seit der Abstimmung ist es nicht einmal mehr sicher, ob die Krim noch zu Europa gehört, wie deine Parallele zur Schweiz. Aber diese Harmonie, die ging in der Schweiz verloren, als wir diese Frauenmehrheit im Bundesrat hatten. Ich hatte mir das auch schöner vorgestellt. Wenn ich an Simonetta Sommaruga denke, dann kommt mir immer dieses Märchen in den Sinn von der Prinzessin, die von einem Drachen gefangen gehalten wird. Und ich bin dann der Prinz, der Simonetta retten muss. Und bin mir nicht sicher, ist sie die Prinzessin oder der Drache? Jetzt haben wir keine Frauenmehrheit mehr, seit Micheline Calmy-Rey zurückgetreten ist und ersetzt wurde durch Alain Berset. Alain Berset ist eine neue Generation von Politikern, eine Generation, die Politik als Karriere betrachtet. Wir haben ja gar kein Milizparlament mehr, die Jungen sind alle Berufspolitiker auch. Alain Berset hat eine reine Berufspolitiker-Karriere hinter sich, das heißt, er hat noch nie gearbeitet. Alain Berset ging von der Universität direkt in die Politik rein. Unser Sozialminister hat noch nie auch nur einen Franken zum Bruttosozialprodukt beigesteuert. Man kann fairnesshalber sagen, dass Alain Berset ganz kurz mal in der Privatwirtschaft war nach dem Studium. Nicht einmal ein Jahr. Ein paar Monate hatte er eine Anstellung als Berater. Vom Studenten zum Berater. Das ist, als würde man einen Vegetarier in der Gourmesser hinter die Wursttheke stellen. Ich würde ja gerne auch etwas Schlechtes über einen jungen SVP-Bundesrat sagen, aber man hat immer noch keinen gewählt. Deshalb ist Evelyn Wittmer-Schlumpf immer noch im Bundesrat. Ich würde mich gerne fragen, was die da noch macht, aber ich fürchte die Antwort. Und dann haben wir da auch noch diese Tunnelbohrmaschine unter den Visionärinnen, Doris Leuthardt. Ueli Maurer, der hat Feuer. Ueli Maurer, das ist eine brennende Lunte ohne Bombe. So oft wie Didier Burkhalter zurzeit im Ausland weilt, kann man schon von einer Exilregierung sprechen. Und wann das Johann Schneider-Ammann seine Arbeit als Bundesrat aufnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der ganze Bundesrat beschäftigt sich nun schon seit Monaten mit diesem NSA-Abhörskandal. Da hat einer herausgefunden, dass die CIA spioniert. Ich war auch schockiert. Als nächstes kommt raus, dass die Tiere im Zoo gar nicht frei sind. Was mich schockiert an diesem NSA-Abhörskandal ist, dass unsere Politiker nun darüber diskutieren, wie man den eigenen Nachrichtendienst auch wieder ausbauen könnte. Denn der Nachrichtendienst ist das Rückgrat jeder Regierung. Aber unser Bundesrat ist so rückgratlos, dass die künstliche Aufrichtung durch einen starken Geheimdienst der Pfählung eines Wurms gleichkäme. Betrachtet, wir haben ja gar kein Milizparlament mehr, die Jungen sind alle Berufspolitiker auch. Alain Berset hat eine reine Berufspolitiker-Karriere hinter sich, das heißt, er hat noch nie gearbeitet. Alain Berset ging von der Universität direkt in die Politik rein. Unser Sozialminister hat noch nie auch nur einen Franken zum Bruttosozialprodukt beigesteuert.
Man kann Fairness halber sagen, dass Alain Berse ganz kurz mal in der Privatwirtschaft war nach dem Studium. Nicht einmal ein Jahr. Ein paar Monate hatte er eine Anstellung als Berater. Vom Studenten zum Berater. Das ist, als würde man einen Vegetarier in der Gourmesser hinter die Wursttheke stellen. Ich würde ja gerne auch etwas Schlechtes über einen jungen SVP-Bundesrat sagen, aber man hat immer noch keinen gewählt. Deshalb ist Evelyn Wittmer-Schlumpf immer noch im Bundesrat. Ich würde mich gerne fragen, was die da noch macht, aber ich fürchte die Antwort. Und dann haben wir da auch noch diese Tunnelbohrmaschine unter den Visionärinnen, Doris Leuthardt. Ueli Maurer, der hat Feuer. Ueli Maurer, das ist eine brennende Lunte ohne Bombe. Natürlich setzt die Krim-Regierung den Volkswillen auch nur um, weil das Volk so abgestimmt hat, wie es die Regierung wollte. Hätte das Volk anders abgestimmt, hätte die Krim-Regierung den Volkswillen auch nicht umgesetzt. Insofern besteht überhaupt kein Unterschied zwischen der Schweiz und der Krim. Dennoch herrscht in der Krim, ist sogar die einzige Region Europas, in welcher so etwas wie eine Harmonie zwischen Volk und Regierung herrscht. Wobei seit der Abstimmung ist es nicht einmal mehr sicher, ob die Krim noch zu Europa gehört. Wieder eine Parallele zur Schweiz. Aber diese Harmonie, die ging in der Schweiz verloren, als wir diese Frauenmehrheit im Bundesrat hatten. Ich hatte mir das auch. Ja, zurzeit stellen wir erstaunliche Parallelen fest zwischen der Schweiz und der Krim. Weder das Schweizer Volk noch die Bevölkerung der Krim wollen in die EU. Beide Völker bestimmen ihre Zukunft selbst mittels Referendum. Und jetzt kommt der Unterschied: Die Krim-Regierung setzt den Volkswillen um. Schöner vorgestellt. Wenn ich an Simonetta Sommaruga denke, dann kommt mir immer dieses Märchen in den Sinn von der Prinzessin, die von einem Drachen gefangen gehalten wird. Und ich bin dann der Prinz, der Simonetta retten muss. Und bin mir nicht sicher, ist sie die Prinzessin oder der Drache? Jetzt haben wir keine Frauenmehrheit mehr, seit Micheline Calmy-Rey zurückgetreten ist und ersetzt wurde durch Alain Berse. Alain Berse ist eine neue Generation von Politikern, eine Generation, die Politik als Karriere.